ihr seht, ich habe mich nicht bewegt. Nein, keineswegs. So, weiter. In Richtung des Gasthauses von Sensei Ishikawa. Ja. Auf jeden Fall. Nee, ich bin, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ist halt so. Ich glaube, ich habe alles verballert bei ja, Marvels und bei Miles Morales. Ja, absolut. Da habe ich echt viel geredet, ja. Und bei dem Spiel weiß ich gar nicht. Das ist einfach so. Halt, mal zu dem Kameraden hingehen. Vielleicht noch wieder etwas. Nee, hat er. Boah! Guck dir das an. Halt, wie haben die denn den? Jetzt mal ganz ehrlich, wie haben die denn den da drauf gekriegt? Wow. Jetzt ist es ein bisschen komisch. Aber egal. Zack. Ja, mit dem Klettern, das habe ich am Anfang auch. Moment. Ja, hier muss ich vorsichtig sein, weil ein falscher Schritt und dann war es das. Ja. Oh, 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 oh. Oh, Glück gehabt. Ah. So, und die Quellen müssen wir natürlich auch finden, weil die Quellen hier sind extrem wichtig. Ja. Ah. Gut. Kann ich hier irgendwo runter? Ich glaube, hier kann ich runter. Ja. Yoshi Heilbad. Ja, genau. Weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Ja, absolut. Mein Herr. Ja. Ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ja. Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstand trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Na, sauber. So, erstmal sammeln. Gut, ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Mal ganz ehrlich. Ja. Na gut, dann lasst uns mal probieren. Ja, noch sind die ja einfach, aber das wird hinterher noch schwieriger. Ja, viel schwieriger. Absolut. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab's wieder geahnt. Jawohl, Mann. Ja, immer mit der Ruhe. Bambus abgeschlossen und die Entschlossenheit steigt. Genau, um einen Point. Ja, hinterher ist das so, da brauchst du mehrere von den Bambusständen. Aha. Eine hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Ja. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr. Sauber, der Mann. Ja, was? Ah. Gut, jetzt gucken wir erstmal weiter. Ja, und vor allen Dingen muss ich auch gleich irgendwann genau wissen, was ich skillen will, weil manche Sachen sehen erst gar nicht so aus, als wenn die was nutzen und sind eher erst wichtiger als die anderen. Ja, absolut. Halt, Leder, sauber. Na, Madame? Hm? Ist er am Flechten? Gut. Wir müssen. Machen wir jetzt eigentlich doch dort lang. Ja. Schauen wir mal, weil hier gibt es Damen, die führen uns auch zu einer bestimmten Quelle hin. Ja.
Halt. Guten Tag. Oh, oh. Die sind hier. Ah, die reden von uns, von Luna und ihrer, meiner Person. Genau. Second. Ja, ja. Ja. Halt. Ich suche nach Sensei Ishikawa. Ich dachte, er fiel bei Komoda. Nein. Wo ist sein Dojo? Durch den Wald. Ich zeige euch den Weg, mein Herr. Nee, will ich ja nicht. Ich will erstmal mit der Dame da oben reden. Ja, bevor wir hier weitermachen. Und ich jetzt... Ja, gleich. Bleib mal locker, mein Freund. Mein Herr, ihr müsst erschöpft sein vom Kampf. Ja. Kommt, badet im heilenden Wasser dieser heißen Quellen. Tankt neue Kraft für das, was noch vor euch liegt. Ich muss für Sie alle in Bestform sein. Dann folgt mir, mein Herr. Gut. Ich folge dir. Ja, jetzt brauchen wir nicht die Matte. Nehmen wir die Karte trotzdem mal. Aber ihr seht, das Fragezeichen da hinten. Da gehen wir überall. Ich schwöre euch ein. Bad in den heißen Quellen erfrischt die Lebensgeister. Und bei regelmäßiger Anwendung schenkt das Wasser euch ein langes, glückliches Leben. Gut. Da bin ich zufrieden mit. Wir werden nach den Quellen suchen müssen und. Das Wasser ist warm und wohltuend. Ausflug. Ach ja. Ich sag, das wird mehr so ein Gameplay-Walkthrough als ein Let's Play. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja. Eher. Das kann ich euch in dem Sinne versprechen. Sinieren über meinen Vater, meinen Onkel. Nee, komm, erst mal mein Vater. Den Tag seines Todes vergesse ich nie. Ich hätte meinen Vater retten können. Wäre ich älter gewesen, stärker. Nicht so verängstigt. Tja, und die Gesundheit wird dadurch erhöht. Ja. Aber nackelig muss er da rein. Ja. Welch Verbesserung. Ihr werdet über unsere Feinde triumphieren. Ich kann es mit der ganzen Mongolen-Armee aufnehmen. Danke. Aber gerne doch. Mal ganz ehrlich. Quellen gibt es auf der ganzen Insel. Mhm. Macht davon Gebrauch. Nehmt euch Zeit zur Heilung und Besinnung. Das hält euren Körper und Geist kampfbereit, mein Herr. Sehr gut. Ja, so, jetzt werden wir zu dem gehen. Ja. Wollen wir weiter? Ja, jetzt können wir weiter. Ich bin frisch. Bei Komoda gekämpft? Nein. Er kaufte am Tag vor der Invasion in der Stadt Vorräte ein, hat aber kaum ein Wort gesagt. Er war schon immer sehr schweigsam. Aha, gut. Mein Herr, sind die Geschichten über Sensei Ishikawa wahr? Welche Geschichten? Versenkte er wirklich ein Schiff mit nur einem Pfeil? Nicht das Schiff, aber ein Piratenkapitän vom Strand aus. Die ganze Flotte nahm reißaus. Mit so einem Schützen legt man sich nicht an. Verdient ihr den Tod? Doch hoffentlich nicht. Dann droht euch nichts vor die Ishikawa. Ja, siehst du? Ja, und die Demut, die die in dem Spiel mit reingelegt haben. Also, ja, doch, ich muss sagen, das ist eine ganz andere Welt, die ich nicht kenne, selber nicht kenne. Deswegen weiß ich nicht das so viel zu sagen. Das Dojo des Sensei ist dort auf der Klippe. Gut, ist doch kein Problem. Halt, da oben. Danke, ich finde es schon. Yep. Noch eine Frage, mein Herr. Gerne. Warum gab der Sensei seinen Posten als Bogenmeister des Nagao-Clans auf? Das weiß niemand. Hm. Warum verlässt man die Dienste eines großen Herrn? Hierfür? Tja, irgendwas wird es gewesen sein, aber was? Können wir noch nicht beantworten.
Moment, wollen wir ihn gucken. Ja, manchmal sind auf so Dingern Sachen drauf und ja. Aber. Nee, im Moment nicht. So, komm, gehen wir mal Knieger, sondern wir müssen da hoch. Halt, ich kann sogar klettern. Ja. Ja, mit dem Klettern habe ich mir am Anfang schwer getan. Ich habe immer die Tasten gedrückt. Ja, und da ging nichts vorwärts. Auch nicht schlecht gewesen. Ich denke, so eine Scheiße, was ist denn das jetzt? Ja. Dabei muss man nicht viel machen. Nö. Oh, mal gucken. Sensei Ishikawa. Sensei Ishikawas Dojo. Dojo. Halt. Sammeln. Ah, die Stirnbänder. Ja. Gucken wir uns auch an. Das ist der Helm, das weiße Stirn und das passt sehr gut. Ziehen wir an. Ja. Hier, wir müssen da erstmal nicht runter. Das ist, ach du Scheiße. Ich sehe mich mal um. Ja. Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Ja, aber nicht Sensei Ishikawa, nehme ich mal nicht an. Getrocknetes Blut. Der Kampf ist länger her. Okay, länger her. Hier sind da die Bögen. Warum kann ich die nicht nehmen? Nee. Weil ich mich damit umbringen würde. Ja, absolut. Das müssen wir uns noch verdienen. Halt. Moment. Ah. Blutige Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Wirklich. Und das Blut und die Fußspuren, die führen zum Haus, ja. Aber da hinten haben wir noch mal Leckeres. Nehmen wir gerne mit. Hm. Ja. Deswegen sage ich ja, ich gucke mich, wie gesagt, überall um. Dann verflucht mich deswegen, aber ihr seht selber, überall liegt was rum und ihr werdet es noch im Laufe. Heim für einen Samurai. Ihr werdet es noch merken, dass die Ressourcen exorbitant wichtig sind für dieses Spiel, um überhaupt weiterzukommen. Ja, absolut. Der Bambus. Das ist bestimmt seine. Sein Bad. Ja. Schon wieder ein paar Blümchen? Nee. Hm. Oh, oh. Bleib stehen! Ja, ist ja gut. Sensei, Ishikawa. Fürst Sakais Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilf mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt im Bogenschießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Oh ja, mache ich glatt. Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Er hat ja seinen Lehrling. Ja, ich könnte jetzt weiter erzählen, aber nein, kann ich nicht. Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Ne, das ist wahr. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe, genau. Meine Frau. Mhm. Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Selbst die Fußspuren sehen Unsere wir. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch. Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hatte Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Mhm.
Weiß noch. Oh. Nein. Nächstes mit Dojo. Hat sich erledigt mit Dojo. So. Die kämpfen wie betrunkene Tanuki. Oder kämpfen sie gut genug? Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Ja. Selbst mit dem Schwert ziehen und wegstecken, das habe ich vorher... Meine Güte, was habe ich da verflucht, ey. Ich habe das nicht geschnallt, ehrlich nicht. Nee, absolut nicht. So, wir können, wenn ihr wollt, wir knete Margarete. Tomoes Spur geht dir weiter. Kommt! Ach, ehrlich? Das hätte ich dir auch sagen können. Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Aha. Jetzt gleich, wenn ich da hingehe. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Ja, mach ich. Halt. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ein Hinterhalt also. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Ich fürchte Schlimmes. Na, was fürchtest du? Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie bringen? Vor Nakayama. Das Fort ist ganz nah. Ja, dann lass uns dahin. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. Ja, Moment, diese Banner, die müssen wir dann auch noch sammeln. Aber nee, das ist ein großes Banner. Ja. Warte kurz, wir müssen reden. Ja, dann. Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass er ihn mir gibt. Wer sagte etwas von geben? Ja, logisch. Wer weiß, dass er gut schießt. Und ich borge ihn euch. Auch gut. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Auch gut. So, der Kurzbogen. Kurzbogen ausgerüstet, Schaden und Ziehtempo sind durchschnittlich. Einst ein Geschenk von Fürst Nagao an Sensei Ishikawa, das jetzt von 9 Schülern des Senseis getragen wird. Also sprich uns. So, da gucken wir jetzt mal rein, was wir dafür brauchen, um den zu verbessern. Ihr seht da Vorräte, Bambus. Ja, auf der Karte mal anzeigen. Alles dort in dem Fort. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Gut, mache ich. Wenn man mich lässt. Diese dort. Gut. Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Okay. Nicht schlecht. Mal sehen, ob ihr auch die ganz hinten trefft. Ja, mit dem Ziehen, das ist so eine Sache. Zack. Wie für mich gemacht. War ja aber nicht. Also gebt gut darauf acht. Gehen wir. Gut. Ich habe jetzt Feinde verballert. Ich brauche neue. Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Ja? Oh, da. Das ist, wo wir vorhin waren. Vor Nakayama. Ja. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin.
Naja, drin ist sie. Nur ihr werdet sehr, sehr, sehr... Von dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Ja. Ich sage, ich habe jetzt einen Vorteil und einen Nachteil, dass ich das schon gespielt habe, aber... Wie gesagt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Hornissennester. Mhm. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. Ja. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Ja. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Genau. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Genau. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor und befreien Tomoe. Gut. Jetzt warten wir. Ja, das ist, ich sag ja, Geduld ist in dem Spiel essentiell. Absolut. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Ja, gut. Was soll der warten? Ach so, ja. Meine Pfeile sind voll. Bereit machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Noch Pfeile? Ja. Nicht schlecht, Sakai. Was? Sind noch mehr. Nicht mehr lange. Wo denn? Ich muss jetzt erstmal hier runter. Das ist viel wichtiger. Da unten ist Loot. Ja, absolut. Absolut hoffe ich, dass hier Loot ist. Pfeile. Pfeile. Ne, hier sind nur Pfeile. Ja, leider. Hey, wo ist denn den? Bleib mal locker, mein Freund. Oh, 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 ah, ah. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen brenzlig. Ja. Aua. Aua. Ah, ah.
Wo ist der? Dann komm her. So nicht, du Schlepperstürmer. Ja, Moment. Mensch, komm hoch da. Aua, Mist. Naja, ich muss gucken hier. Komm ich hier dran? Nein. Anführer getötet. Genau. Wasserkampfhaltung freigeschaltet. Sauber, der Mann. Ja. So, lass uns mal hier durchgucken. Ja. Absolut. Puh, das war schon für den Anfang etwas brenzlig. Aber Freunde, hier machen wir erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.